Hat. Eine von denen, die schon ganz an der Spitze ist, ist diese junge Dame. Das ist Oksana Skaldina aus Kiew in der Sowjetunion. Und dies ist ihre Trainerin, Irina Derjugina, die Weltmeisterin von 1977 und 1979 im Vierkampf. Oksana Skaldina mit dem Band. Und da ist sie auch Weltmeisterin. Drei Titel hat sie geholt in Sarajevo. Mit dem Seil, dem Reifen und dem Band. Ja, die sind eine klassische Kassiererin. Alles mühelos, so als ob nichts wäre. Sie macht eben keinen einzelnen Jeté-Sprung, sondern zwei hintereinander. Die sind ein bisschen gehangen, das ist vielleicht da auch Gleichgewichtselement. Da wird nicht mehr mit der Hand gefangen, sondern mit dem Fuß. Dreifach gedreht. Toll. Viel Beifall. Der etwa 2000 Zuschauer hier in der Europahalle für Oksana Skaldina, die allerdings Mühe haben wird, heute als Siegerin aufs Treppchen zu kommen. Denn sie hatte eine etwas schlechtere Note mit dem Reifen. Oh ja. Ja, schönen Ringsprung mit nach außen, Bandkreis, kleine Bandzeichnung und jetzt kommt nochmal ein Sprung. Ja, noch ein GT. Und nochmal eine. Wunderbar. Ich wollte sagen, sie, bevor die Zeitlupe kam, sie hatte eine